Der erste Startschuss dieser 53. WM. Die erste von insgesamt 11 Entscheidungen. Und keiner hat zu früh gezuckt. 27 Staffeln sind unterwegs. Andrea Henkel weit links oben, ein wenig verdeckt. Jetzt gilt es, möglichst schnell Tempo aufzunehmen. Zum ersten Mal vorbei vor dieser imposanten Kulisse. Aber sie ist schon ganz vorne und da haben wir Andrea Henkel, die doch ein wenig sich weiter hinten einreihen muss. Und wie vorhin prognostiziert, Thora Berger wird das Tempo hochhalten. Und Thora Berger unnachahmlich immer wieder mit dieser tiefen Haltung des Oberkörpers hier vorneweg das Tempo bestimmt. Drei Treffer, vier Treffer schon für Norwegen und Norwegen ist fertig. Also sehr schnell, sehr viel Risiko bei Thora Berger. Fehler für Andrea Henkel. Auch Frankreich ist durch. Marie-Laure Brunet. Andrea Henkel muss zweimal nachladen. Die Uhr läuft gegen sie momentan. Hier haben sie den Weg, den sie absolvieren muss, bis zu diesem rechts, diesem roten Banner. Dort ist die. Also ganz stark, wie wir es erwartet haben, Thora Berger und Herbert, wie du es angekündigt hast, sie wird hier das Tempo hochhalten. Und das macht sie auch. Gerekova für die Slowakei, dann die Rumänin Tofalfi, die beste im Quartett der Rumänen, so gesetzt, dass sie möglichst lange mithalten. Und da haben wir Andrea Henkel gleich bei dieser Zeitnahme. Daran erkennt man gut die kürzeste Runde, die es gibt. Daya Domracheva für Weißrussland, gleich wird sie in die Spur gehen. Eine gute Basis. Schauen Sie, wie viele Scheiben hier stehen bleiben. Aber der Rückstand natürlich sich jetzt wieder vergrößert. Da Thora Berger, die jetzt mit 11,7 Sekunden in Führung liegt vor der Französin Brunet. Gefolgt dann von der Staffel Tschechiens in Person von Veronika Witkova. Andrea Henkel, siebter Platz, 36,4 Sekunden. Richtig so, die erfahrenste der Athletinnen aus norwegischer Sicht davon ganz vorne hinzusetzen. Dort die stärkste vorneweg aus dem gesamten Quartett, muss man sagen. Da kommt jetzt keine geringere als Anastasia Kuzmina ins Rennen. Dann für Finnland wechselt Kaisa Mäkäräinen auf Mari Laukkanen und das ist der frenetisch gefeierte Wechsel der deutschen Staffel von Andrea Henkel auf Magdalena Neuner, die das Ganze beobachtet hat und genau weiß, was jetzt hier Sache ist und was sie hier zeigen muss. Der Rückstand ist enorm, 46 Sekunden. Das wird sehr schwer aufzuholen. Und 10 Sekunden hat Andrea noch mal fassen müssen gegen. Ja, es waren 46,3 Sekunden nach dem oder beim Wechsel. Da siehst du, Solendal, eine schnelle Läuferin. Also ein paar Plätzchen gut gemacht. Magdalena Neuner und vor ihr jetzt Anastasia Kuzmina. Auch nicht eben eine langsame Läuferin. Das wäre das nächste Ziel, sich ranzurobben. Aber gleich wird dann zum ersten Mal geschossen, auch für die zweiten Starterinnen. Kuzmina muss nachladen und Magdalena Neuner. Also der ein oder andere Nachlader zu viel für die deutsche Mannschaft. Schauen wir mal hin, dritter Platz jetzt schon für Magdalena Neuner. Vorbei also an Kuzmina, 35,8 Sekunden der Rückstand. 10 Sekunden auf der ersten Runde, wie erhofft. Also dass sie nicht zu schnell angeht, die Magdalena. Aber wir schauen auf die Russen, die Saitseva, Olga Saitseva, auch fehlerfrei geblieben. Die müssen wir auch noch immer im Blick unbedingt haben. Die sind auch sehr stark. Ja, das Feld hat sich in etwa so jetzt positioniert, wie wir es vorausgesagt haben. Das sind eigentlich die überragenden Staffeln, die Favoritinnen aus Norwegen, aus Frankreich, die deutsche Mannschaft und auch die russische. Wir haben es auch angesprochen, dass ja oftmals eine Überraschung drin ist. Gerade in dieser Mixed-Staffel hat sich das gezeigt, was wir beim Anschießen beobachtet haben. Sie war die, die die meisten Schüsse abgegeben hat, immer noch mal wiedergekommen ist. Und offensichtlich lag es wirklich an dieser leichten Nervosität, die sie so gar nicht von sich kannte.
Das Trefferbild gerade liegend war relativ groß. Es war jetzt wirklich mal schön, dass man auch Rückschlüsse ziehen kann. Wie ist es schon vorher? Wie präsentieren sich die Athletinnen beim Anschießen? Und schießt wahnsinnig schnell die Letzte. Ja, die riskiert jetzt richtig was. Völlig zu rechts. Solendal hat gekämpft. Oh, ist jetzt weg. Ruhig, ganz ruhig. Ja. Sehr gut. Und der Weg ist nicht allzu weit. Bin sehr gespannt. Magdalena Neuner, der Weg ist frei. Die letzten 2 Kilometer in Vollgas. Mal gucken, wo es hingeht, ob sie sich daran laufen kann. 8 Sekunden sind's auf Solemdahl, 21,7 auf die Französin. Ja, auf die Norwegerin kann sie vielleicht auflaufen, obwohl die auch sehr stark läuft. Auf die Französin, das ist weit, auf 2 Kilometer 21 Sekunden. Fast nicht machbar, auch nicht für eine Magdalena Neuner. Beim Schießstand haben wir kurz gesehen, da ja Domracheva für die Weißrussen unterwegs. Hier haben wir sie mit der Startnummer 10. Als zweite Läuferin. Silber gewonnen 2008. Mit der Mix während des Schießens sich sicher sein, aufs Risiko zu gehen. Frankreich also vor Norwegen und Deutschland. Die Slowakei auf den 4. Rang. Russland zurückgefallen auf den 5. Platz. Sieht sehr gut aus bei Magdalena Neuner. Kusmina 32,2 Sekunden hinter der Führenden, hinter der Französin Dorin Aberg. Olga Saitseva. Helena Eckholm für Schweden unterwegs. Dann Daria Domracheva auf der 8. Position. Magdalena Neuner so ausgepumpt im Ziel. Erholt sich immer sehr, sehr schnell. Hier kommt die russische Staffel. Olga Saitseva. Und die übergibt an Dmitri Malischko. Magdalena hat auf die Norweger über 1 Minute gut gemacht. Also das ist schon ganz hervorragend. Und jetzt eben auf die Spitze, du hast es gesagt, nur noch ein paar Sekunden, 8. Clemen Bauer für Slowenien auf Position 4. Björn Ferry dahinter, der Schwede. Ja. Und der Russe ist und auch dann schon der Russe, genau, die Überraschung vielleicht im russischen Team. Dort gibt es ja eine knallharte Auslese. Gut, 10 Sekunden dauert das in etwa, so ein Nachlader. Oder einer Björndalen kann sich auf den Weg machen. Frankreich hat schon mit großen Problemen. Ja. Hat auch keine Augenklappe rechts. Kann sein, dass ihn die Sonne hier wirklich stört, dass er fast keine Konturen erkennen kann durch seinen Diopter. Er hat 3 Nachlader für 3 Scheiben, Simon Fourcade. Die erste hat er geschafft, getroffen. Auch die weiteren Staffeln, schauen Sie, wie viele Scheiben da stehen bleiben. Und legt ein sehr hohes Tempo vor, denn Andreas Birnbach hatte 29,3 Sekunden, jetzt schon 4 Sekunden gut gemacht. Rechts, der ist überrundet, Slowenien, ja. Clement Bauer ist der Dritte. Genau, also Litauen, der Mann mit der Startnummer 16. Eine ganz schöne Bewegung drin, ja, super. Das bist du gar nicht gewohnt. Aber ja, vielleicht haben Sie diesen Kommentar von Rico Groß aufschnappen können, ganz schön Bewegung drin. Na, da stehen noch 3 Scheiben. Ja, der erste, hat eine rausrepetiert offensichtlich, oder? Nein, ich glaube, der erste war gar nicht auf der weißen Metallscheibe. Ja, jetzt hat er noch Chance jetzt auch wieder für Russland, für Slowenien. Alle lassen sie hier federn. Ole Einar Bjørndalen, eine Strafrunde für Norwegen. Durch den Erfahrensten. Slowenien ist durch. Schauen Sie auf die Uhr. Schon 1 Minute jetzt der Vorsprung für Andreas Birnbacher. Unglaublich. Weißrussland hat alles getroffen. Und in der Strafrunde Ole Einar Bjørndalen. Jetzt kommt er hier zurück auf die Strecke. Auf die letzten 2,5 Kilometer. Die Kulisse stimmt, die Leistung stimmt. Und zwar nicht nur der deutschen Staffel, sondern insgesamt. Auch Magdalena Neuner hat das jetzt wieder bestätigt. In ihrer Aussage, da gibst du einfach die paar Prozent noch einmal obendrauf und schaust, was irgendwo an Körnern zu finden ist im Körper und haust alles raus. Und das Tempo ist sehr hoch auf der letzten Runde, Gott sei Dank. Also, die können hier durchaus den Podestplatz halten.
Mit Sicherheit, da habe ich mich vorher vielleicht etwas zu defensiv ausgedrückt. Fak ist ein absoluter Weltklasse-Mann und der kann hier vorne um diese Medaillen durchaus mitkämpfen und auch das Rennen bestimmen. Aber ich weiß, wer was dagegen hat. Das wird nämlich sein Emil Hegle-Svensson, der jetzt auf die Reise gegangen ist für Norwegen, und Anton Schipulin für Russland. Der Trainer den Eindruck hat, es ist hier was falsch gegangen. Schauen wir nochmal aufs Tableau. Also die große Führung mit großem Abstand folgt Slowenien dem deutschen Quartett, dann auf dem dritten Rang Norwegen. Arndt Peiffer also, er hat gesagt, das ist kein Selbstläufer, diese Mixstaffel, bei der Leistungsdichte. Rückstand gleich auf Slowenien, beziehungsweise Vorsprung natürlich. Und Norwegen hat sich auch nichts geändert, ein Sekündchen, nicht ganz. Also alles wie beim Wechsel. Also vieles spitzt sich einmal mehr zu, was Arndt Peiffer am Schießstand zeigt. Schießt schnell, Jakob Fak. Boah, der hat riskiert. Alles richtig gemacht. Svensson. Wie Tora Berger mit Sichtschutz gegen die Sonne. Auch er trifft alle fünf Scheiben. Schipulin mit Fehler. Auch Schweden. Auf Fredrik Lindström. So, der Russe also jetzt, der nächste Verfolger. Auch die Schweden wieder unterwegs. Und wir hören mal runter. Andreas Birnbacher bei uns, bitte. Würden das 10 Sekunden sein? Also, das wird noch spannend. Ja, und dieser Protest, der läuft auch noch. Hier unten links sehen Sie es, Klaus Pichler ist der Bruder, der Bürgermeister, der verantwortlich ist für diese große Veranstaltung hier in seiner Heimatgemeinde. Und Weißrussland, Evgeny Abramenko. Komm, auf geht's, super! An sechster Position. Strafrunde für die deutsche Staffel durch Arndt Peiffer. Svensson verfehlt eine Scheibe, auch der muss nachladen. Der Slowene trifft. Gibt es hier doch die große Überraschung? Slowenien als Weltmeister. Zwei Nachlader für Emil Hegle-Svensson. Rechts unten sehen Sie Arndt Peiffer in der Strafrunde. Fak ist weg. Ein schneller Mann, wir haben es gesagt. Jetzt kommt Arndt Peiffer zurück, dicht gefolgt von Emil Hegle-Svensson. Das wird eine Schlussrunde hier. Die Schweden sind mit diesen zwei Nachladern raus. Auch Russland noch gar nicht begonnen. Da vorne die drei, die sind es jetzt. Ja, und Norwegen läuft im Gold. Wir haben eine Zeitgutschrift von 25 bis 30 Sekunden für Norwegen. Das hören wir jetzt. Und wenn man das ansieht, oje, das ist natürlich jetzt eine Situation, wie sie einfach schlecht ist. Also ganz kompliziert. Es ist auch nur ein Soll. Es ist noch nicht definitiv so, diese Zeitgutschrift. Das macht es natürlich jetzt ganz schwierig in der Bewertung. Und das sind die, heute darf man es wirklich sagen, strahlenden Sieger. Also der Protest hat sich gelohnt, war berechtigt. Gold für Norwegen in der Mixed-Staffel. Sie haben also den Titel des Vorjahres aus Hantimansisk wiederholt. Den Titel verteidigt die Weltmeister aus Norwegen zweimal nacheinander. Fünfter Platz für Russland. Auch die sicher mit großen Ambitionen finden sich eben neben dem Podest wieder, wie auch Schweden. Gutes Rennen für Weißrussland. Nadezhda Skardino, Daria Domracheva, Sergej Novikov und am Ende Jewgeni Abramenko. Siebter Platz für die Slowakei. Fotofinish mit Tschechien. Aber trotzdem natürlich nicht vergessen, dass die deutsche Mannschaft die Bronzemedaille gewonnen hat. Und wir hören jetzt gerade aus der Regie, und Sie sehen es hier auch weiß auf blau. Jetzt ist es also offiziell Norwegen, jetzt ist es schon wieder weg.